Otto Freundlich ist einer der internationalsten Künstler der deutschen Avantgarde und hat einen sehr besonderen Begriff der Skulptur gehabt, weil für ihn war diese Skulptur des Aufstiegs eigentlich so ein Symbol der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit und gleichzeitig ist er ein abstrakter Bildhauer und es ist eben ungewöhnlich, dass ein abstrakter Bildhauer gleichzeitig so eine Sozialutopie hat. Freundlich war ein jüdischer Künstler, weil er eben jüdischen Glaubens war, ist er tatsächlich im KZ ermordet worden. Also es ist eigentlich eine ziemlich traurige, tragische Geschichte. Und sie haben eine Skulptur von ihm auf die Broschüre Entartete Kunst auf den Titel getan. Damit war Otto Freundlich gebrandmarkt. Aber weil natürlich die Ausstellung Entartete Kunst 1937 in München stattgefunden hat, ist es eine ganz wichtige Position für uns, um einfach an diese Diffamierung der entarteten Künstler im Nationalsozialismus zu erinnern.